Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Wir haben im letzten Part unseren ersten so richtig pimpigen Boss besiegt. Total. Entschuldigung, fängt ja wieder gut an. Ja, total außerplanmäßig. Ich hatte im Vorfeld so viel erzählt, wie viel Angst ich davor habe und wie pessimistisch ich bin, was unsere Siegchancen anbelangt, auch weil wir so quasi in diesen Kampf reingeschmissen worden sind. Warte mal ganz kurz. Ey, wieder voll den Frosch im Hals, ja, so wie ich das normalerweise immer nur von den Aufnahmesessions von Blue Dragon kenne. Das scheint jetzt irgendwie auf Lost Odyssey überzuschwappen. Ja, wir haben im letzten Part, und wir sehen das jetzt hier immer noch, guck mal da hinten, das ist nämlich unser nächstes Ziel, das ist nämlich der große Stab von Gongora. Da müssen wir hin, da sollen wir nach dem Rechten schauen und gucken, ob es in diesem Stab irgendwelche Lecks gibt, die dazu führen, dass dort Magie, ich sag mal, ganz unkontrolliert austritt. Und wir erhoffen uns darauf basierend auch neue Erkenntnisse, was die Frage anbelangt, wie es zu dem Meteoriteneinschlag kommen konnte im Wohlhochland. Und ja, ich würde mal sagen, Y-Berge Südhang, ja, wir haben jetzt eigentlich, wenn man so möchte, den zweiten Teil der Y-Berge jetzt vor uns. Wir sind vorher ein bisschen ja mehr am Fuße des Berges, sage ich mal, rumgewandert und ja, sind jetzt wieder ein bisschen weiter oben. Hier kommen auch wieder Zufallskämpfe. Ich habe nur gerade wieder schon wieder voll die Schwierigkeiten wegen den ganzen Details hier zu erkennen, was wir jetzt hier genau absuchen können. Das ist nämlich die Strecke, die wir zuletzt zurückgelegt haben. Da waren das am Anfang, waren das noch die Bäume gewesen, ne? Und dann später, da wo es so geregnet hat im letzten Part, da waren das irgendwelche Steinhäufchen, die wir umhauen konnten. Okay. Und Keim hat wieder seine Ohrringe an. Alles klar. Zwei neue Gegner, liebe Leute. Große Eule und Sabella. Sabella. Irgendwie muss ich da an Margarine denken. Ich weiß aber nicht, warum jetzt genau. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade nur. Ich muss mal gucken. Feuer und Luft. Was haben wir denn momentan? Er hier hat Luft, aber Luft ist gegen Erde gut. Ah, das wird uns in diesem Kampf wahrscheinlich nicht so sonderlich viel bringen. Aber der steht auch hinten, ne? Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach alle erstmal auf Sabella los. Und Sabella ist Feuer. Das heißt, hier kommen wir mal mit einem... Wir haben noch gar keinen Wasserzauber. Okay, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Das war nochmal gut gegen Luft. Gegen Luft war Feuer gut, ne? Probieren wir das mal so. Steht zwar in der hinteren Reihe, aber wenn wir keinen Wasserzauber haben, was sollen wir uns denn damit abmühen? Ich bin sowieso... Ey, habt ihr das gesehen? Ey, mir ist ein perfekter Angriff gelungen. Und trotzdem ist dieses Vieh ausgewichen und hat auch noch einen Konterangriff zum Besten gegeben. Ey, das fängt ja schon wieder total blendend an. Oh, jetzt haben wir die Eule wütend gemacht. Das ist nicht gut. Wütende Eulen sind, glaube ich, nicht gut für unsere Gesundheit. So, jetzt aber machen wir hier nochmal. Wir machen einfach nochmal genau das Gleiche. Mit ein bisschen Glück müsste es das auch gewesen sein. Ja, wobei die Eule, die kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht down. Auch wenn jetzt ihr... Ah, das ist blöd. Es kann jetzt sein, dass Jensen eventuell in der nächsten Runde erst zaubert. Nee, aber unten links sehen wir noch, dass er es in dieser Runde schafft. Ey, es ist doch der Wahnsinn, was für ein Glück dieses Vieh hat, beziehungsweise was für ein Pech wir haben. Aber immerhin konnten wir diese Schutzmauer, diesen Schutzzustand so weit niederreißen, dass wir... ey. Oh, geht mir diese Sabella hier auf den Sack, ey. Es ist doch total ätzend, dieses Vieh, wie wir das einfach nicht treffen, ja. Und ich jetzt gleich schon wieder zur nächsten Heilungsrunde ansetzen kann. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, am Ende des letzten Parts habe ich ja noch, da habe ich ja noch voll viel schon investiert an Heilung und so, ja. Guck mal, ein Kampf, ey, und schon wieder bin ich voll für ein Popo unterwegs, was meine Gesundheit angeht. Ja gut, ich werde das trotzdem mit Zaubern erstmal heilen, obwohl, ja okay, diese Heilrunde, die mache ich jetzt noch mit Zaubern und, die nächste dann vielleicht wieder mit Items, weil davon haben wir ja auch ein paar. Mich beunruhigt gerade nur ein bisschen, dass wir gerade noch am Anfang stehen, ja, und dass das trotzdem hier schon voll schwer ist. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wegen der Fähigkeitenverknüpfung, da hatte ich jetzt alles verteilt, ne? Ach so, Seth lernt jetzt hier momentan noch was? Ja gut, dann warten wir erstmal, bis ihr Level abbekommt, dann gucke ich mir da nochmal die Gegenstände an. So, lieber Ort, was hast du denn...
hier für uns bereit zu halten. Ich weiß das so im Einzelnen nicht mehr. Ach, hier komme ich nicht rüber. Oh, guckt mal so an dem Seil entlang und diese paar Holzdinger da noch entlang gehüpft. Die sollen mal nicht so sein. Ist doch wie auf dem Spielplatz hier. Nee, wir gehen natürlich den einzig sicheren Weg. Aber ich glaube, hier gab es ein Secret, was ganz gut versteckt ist. Na, ganz gut ist übertrieben. Ich glaube, ich habe den Weg nämlich schon gesehen. Wenn man sich so ein bisschen... Ach, ich wollte Keim eigentlich sein Luftschwert wegnehmen, falls jetzt wieder diese blöde Konste... Oh nein, genau das wollte ich nämlich sagen. Falls wir wieder diese blöde Konstellation hier bekommen. Na, vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück, was unsere Treffsicherheit anbelangt. Ja, ist natürlich 1:1 die gleiche Situation, ne? Wir haben zwischenzeitlich auch kein Level abbekommen, aber Seth trifft direkt zu Beginn. Das ist beim letzten Mal nicht so ganz gelungen. Und alle gehen sie auch keimlos, ey, als ob der Bengel den irgendwas angetan hätte. Aber, nee, ich wundere mich gerade, warum wir diesen Wasserzauber nicht haben. Also, wahrscheinlich kriegen wir den hier irgendwann noch irgendwie, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich habe nur immer ein bisschen die Angst, dass ich den irgendwie ausgelassen haben könnte, ne? Das wäre dann irgendwie nicht so toll. Aber spätestens beim nächsten Händler werden wir den dann wahrscheinlich irgendwie noch eingekauft kriegen. Ist irgendwie voll komisch. Ich weiß nicht warum, aber zu Beginn einer jeden Aufnahmesession, ja, gelingt mir das mit diesem perfekten Angriffen irgendwie immer besser. Horn der Bestie. Das hatten wir doch aber schon mal, oder? Ich glaube nicht, dass wir das zum ersten Mal sehen. Ich wundere mich gerade, dass das da so speziell eingezeichnet war. Ja, guck mal, hier ist auch kein neuer Ring zur Verfügung. Keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. Auf jeden Fall nehme ich jetzt Keim mal sein komisches Luftschwert. Seinen komischen Luftring weg. Und ja, wir geben ihm mal hier den Schlägerring. Ja, der ist voll universell und so. Damit ist er auf der sicheren Seite. Dann kann er jedem Gegner mit etwas mehr Kravums hinter der Faust eins aufs Fressbrett geben. Ja, guck mal. Das hier hätte man relativ einfach übersehen können. Relativ. Ja, immerhin kann man das hier wegstoßen. Nicht so wie bei dieser einen Sackgasse, die wir da am Fuße des Y-Berges gesehen haben. Ja. Novizen-Ohrring. Oh, das kommt mir gerade sehr gelegen. Denn ich glaube, wie gesagt, dass Keim inzwischen alles schon gelernt hat. Und wir bekommen hier... Ah, guckt mal. Schwarz-Weiß-Magie Stufe 1. Das haben wir eigentlich schon. Ne? Wir haben schwarze Magie Stufe 1. Wir haben weiße Magie Stufe 1. Aber wenn die das lernen, dann haben wir uns einen Slot gespart. Ne? Also das ist dann in einem Slot untergebracht. Und wir können dann einen weiteren für einen anderen Skill investieren. Auch das wusste ich nicht mehr. Also diese ganzen Details, die sind mir alle irgendwie total abhanden gekommen. Das ist total spannend, sich jetzt hier, also das Spiel so auf diese Art und Weise nochmal neu kennenzulernen. Ich hätte schwören können, dass man diese Lore, diese Kiste hier irgendwie wegbashen kann. Vielleicht in der nächsten Ecke, aber nee, offensichtlich kann ich mit der jetzt hier nicht irgendwie interagieren. Schade eigentlich. So, wo sind wir jetzt? Y-Berge Weg, ja sehr aufschlussreich. Aber guck mal, wie schön das designt ist, oder? Wie die Kamera auch immer ein bisschen anders positioniert ist, wie der Blick in die Ferne immer total schön gemacht ist, die Hintergründe hier im Kampf immer angepasst an jeden einzelnen Ort und die Gegner sehr, ja, variabel designt. Oh Gott, ey, ich habe irgendwie so eine Angst vor den ganzen Viechern hier. Magischer Fels. Ey, das sieht aus, was der da auf dem Kopf hat. Das sieht aus wie die Seelensteine aus Skyrim. Ja, an die musste ich gerade irgendwie denken. So, der ist jetzt Erde, ne? Bleibt der auch Erde? Der sieht irgendwie so... Ja, toll. Toll, dass ich Keim jetzt den Luftring weggenommen habe, ne? Also nur so nebenbei, weil der wäre jetzt hier mehr als sinnvoll gewesen. Aber gut, wir machen mal erstmal die kleinen Kieselsteine weg. Ich weiß nicht, ob einer den schafft. Die haben so unglaublich wenig Energie. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier irgendwie Schwierigkeiten haben werden. Ich gucke mal, ob Jensen mit Luft diesen dicken Kloppi da in der Mitte irgendwie aus dem Weg geräumt bekommt. Ach, du Schreck. Okay, ich glaube, das können wir uns knicken. Können wir überhaupt mit Keim und Seth hier irgendwas ausrichten? Oder? Na, guck mal, der ist weg. Haben wir den Kampf jetzt geschafft? Nee, haben wir nicht. Okay, das wundert mich gerade irgendwie ein bisschen. Muss ich jetzt jedes Mal mit Luftzauber hier irgendwie den Kampf beenden oder was? Mann, ey, okay, dann sollte ich Keim vielleicht doch seinen Luftring wieder zurückgeben. Aber wie das hier funktionieren soll, keine Ahnung. Ja, es war immerhin ein bisschen was an
Schaden, aber ich hätte echt schwören können, dass wenn wir den Dicken da weghauen, dass die anderen dann auch irgendwie wechseln. Ey, vor allen Dingen zieht mir das gerade voll die MP weg, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht in so einen kleinen Philipp-Halle-Gegner dreimal Zauber investieren. Keim, wenn du möchtest, kannst du den jetzt gerne auch umnieten. Also ich meine, was soll das überhaupt darstellen, ey? So ein losgelöstes kleines Teil von dem eigentlich großen Gegner. Nee, also schon allein für die... Ja, Jensen, du bist so unglaublich der Größte, ey. Definitiv kein anderer, nur du. Ja, er und sein Selbstbewusstsein, ne? Das ist so ein Kapitel für sich. Okay, wartet mal. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Seth hat jetzt ein Ausrüstungsdings hier gelernt. Braucht ansonsten auch nichts mehr. Ich guck mal kurz hier nochmal nach. Aber nö, sie kann jetzt im Grunde genommen... Ich weiß gar nicht, was jetzt bei ihr sinnvoll ist, weil sie hat ja auch über ihre Slots schon ein bisschen was ausgerüstet. Ach, keine Ahnung. Kriegt sie jetzt die Suchbrille? Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Dann belassen wir das so. Das heißt, im Grunde genommen ist der Novizen-Ohrring das Einzige, was wir jetzt noch zwischen den Unsterblichen hin und her reichen müssten. Und sind dann auch durch. Ah, warte, den Luftring. Genau, ich war gerade schon so zögerlich, weil ich mir dachte, irgendwas wolltest du doch hier noch machen. Ich hoffe jetzt natürlich, ja... dass die Entwickler das nicht so gemacht haben, dass dieser Gegner jedes Mal ein anderes Element ja, inne hat. Das wäre irgendwie ganz schön gemein. So, da kann man sich gar nicht vorbereiten. Ja, guck mal, an solche Szenen habe ich mich irgendwie ein bisschen noch erinnern können. Also, dass man hier so ein bisschen schieben kann an solchen Dingern. Und habe deshalb da vorhin die ganze Zeit versucht, irgendwie dieses Teil runterzuboxen. Und das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich wollte gerade sagen, die Schiene ist doch da hinten zu Ende. Ey, guck mal, da sind voll viele Fässer. Da ist bestimmt kein Wein drin oder so, ne? Ist bestimmt voll explosiv, wenn es so ein Shooter wäre. Ja, wäre es hier schon wieder voll so ein Indiz dafür, dass man da irgendwie raufböllern muss. Ja, sprach Nigoya, die Shooter-Expertin. Ey, aber ich habe wieder voll den Sprachfehler. Ja, keine Ahnung. Interagieren können wir damit auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt Angst vor den Gegnern, die kommen. Ich frage mich auch, ob wir diesen Gegner auch schon vorher hätten begegnen können oder ob die jetzt nur in diesem Ab... Ach du Sch... Okay. Ja, das ist natürlich toll, ne? Ey, vor allen Dingen, ich lege ihm den Luftring an, ja? Dann brauchen wir den nicht. Ich nehme diesen Luftring weg und dann kommen Gegner, die luftempfindlich sind. Ey, es ist doch mal schon wieder wie verhext hier. So, ich würde mal sagen... Ja, ich weiß gar nicht. Warte mal, sie hat Feuer? Achso, Feuer ist sowieso gut gegen Luft. Ey, sie wird ja wohl hoffentlich einen Vogel alleine schaffen. Damit ich mit, Ach nee, ich habe ja gar keinen Wasserzauber, ne? Ey, das ist doch echt wie verhext. Aber warte mal, ich könnte Prisma mal probieren. Geht zwar voll auf die MP. Ah, guck mal, das geht auf alle. Das geht auf alle. Wollen wir das mal machen? Ich glaube, wir haben das beim letzten Mal auch gar nicht gesehen. Aber er wird auch zwei Runden brauchen, um das zu zaubern. Das ist... Alter Schwede. Alter Schwede, wenn das so weitergeht, wird er sogar drei Runden brauchen. Das ist mal absolut suboptimal hier. Keim schafft das bestimmt nicht. Doch, okay, sehr gut. Immerhin kriegen wir die Vögelchen schon aus dem Weg geräumt. Das wird jetzt hier aber lustig mit den Hühnchen. Ich lasse die mal unterschiedliche Gegner angreifen, weil vielleicht will Jensen dann mit seinem Zauber den finalen Schlag ausrichten. Ich weiß auch nicht mehr, ob dieser Zauber so drauf ist, dass der sich irgendein Element aussucht, also so ganz randommäßig, oder ob der alle so vereint und... Okay. Ja, hat aber seinen Zweck erfüllt, würde ich mal sagen. Auch wenn das hier ganz schön viel an Energie wieder gekostet hat. Die arme Seth, die hat jetzt hier wieder volle Breitseite abbekommen, ja, von diesem Gegner. Also langsam wird das hier echt ganz schön eng, ne? Also ein bisschen Mana-Kraut habe ich ja noch. Also so wirklich dramatisch ist das nicht. Aber ich wollte schon eigentlich mit meinen Heilsachen ein bisschen besser auskommen. Aber ja, was soll man machen, ne? Da müssen wir jetzt gucken, wo wir bleiben. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, so schwierige Spiele zu Let's Playen, ja. Also klar, solche Sachen wie The Last Remnant und so waren auch nicht immer einfach. Aber so von Anfang an ist das doch echt mal eine nette Abwechslung, muss ich sagen. Kaltwasserstein. Das brauchten wir für irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr für was genau, aber ich glaube, wir hatten sowas schon mal, oder? Ach, aber guckt mal. Das mache ich mir jetzt.
Das mache ich mir jetzt noch. Wisst ihr was? Das wird Keim direkt bekommen. Wasserring Ultra würde auch machbar sein, wenn wir Wasserfallbündel jetzt hätten. Davon sind wir aber wahrscheinlich noch relativ weit entfernt. Ja, geben wir mal. Ja, okay, nee, wir machen das anders, Leute. Er behält den Luftring und sie bekommt den Wasserring, weil den Flammenring, den braucht sie für diese Vogelgegner nicht. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir das auch mit einem normalen Angriff hinbekommen, so einen Vogel umzunieten mit Keim oder Seth, ne? Also da brauchen wir nicht unbedingt diese Elementarverstärkung. Deswegen gucken wir mal, wie wir das so hinbekommen. Ey, für mich ist dieser Anblick immer noch so verstörend, dass Keim da seine komischen Ohrringe hat. Ah, die Konstellation, die kennen wir ja. Immerhin haben wir seit dem letzten Versuch hier ein Level abbekommen. So, warte mal, der steht hinten. Das heißt, wir greifen jetzt mal beide Sabella an. Und ja, hier. Ah, nee, wartet mal, der Gegner da hinten, der ist Luft, ne? Die, ja, die große Eule, genau. Da machen wir hier mal unser Feuerchen. Im Grunde genommen wie beim letzten Mal, nur hoffe ich, dass wir jetzt mit den Ringen, ja, etwas besser unterwegs sind. Das hat mal richtig derbe reingehauen. Gut, dass das mit dem Perfekten geklappt hat. Auch hier geht das gut vonstatten. Sehr schön. Bisschen ein paar Stellschrauben ändern, ja, und schon sind einige Kämpfe um einiges einfacher. Na, vielleicht haben wir das auch dem Level-Up zu verdanken, wie gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie stark das hier ins Gewicht fällt, aber ihr seht selber. Obwohl ich nicht durchgerusht bin, ja, und das hier nicht irgendwie alles habe einfach so hinter mich gelassen. Ich meine, ich habe auch die ganzen Ecken und alles abgesucht, dadurch eine ganze Menge an Zufallskämpfen auch wieder provoziert und so. Und trotzdem, ja, habe ich hier zu knabbern. Das ist echt total faszinierend. So, wartet mal. Jetzt genau. Er nimmt seinen Novizen-Ohrring weg, kann von mir aus Krisenangriff bekommen und Seth darf das dann gerne erlernen. Und wir können jetzt, wo er das gebündelt hat, der gute Keim, können wir hier schwarze Magie Stufe 1 austauschen durch schwarze und weiße Magie Stufe 1 und haben ihm damit sozusagen ein kleines Upgrade noch mit auf den Weg gegeben. Müssen wir mal gucken, dass wenn Jensen irgendwie ein Level abbekommt oder so was Neues lernt, dass ich da nicht vergesse, den Unsterblichen das quasi auch mit auf den Weg zu geben, ne? Damit die das dann auch lernen. Wir haben ja hier nichts zu verschenken, ne? Zeit sowieso nicht. Guck mal, so ist das. Und da haben wir direkt einen Samen bekommen. Wartet mal. Sorry, aber ich glaube, kann es sein, dass ich da hinten auch so ein Teil voll übersehen habe? Mir war nämlich so, als ob ich da aus der Entfernung vorhin zwei gesehen hätte. Ich weiß aber nicht, ob ich das eine da. Ja, doch, das war das mit dem Kaltwasserstein. Ach, ich bin schon wieder so durcheinander. Aber wie gesagt, mir ist das durchaus bewusst, dass das immer hier so ein paar Kämpfe noch initiiert. Aber ich werde auch erst anfangen, die Kämpfe rauszuschneiden, wenn die anfangen, leichter zu werden, unspektakulär zu werden. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Kampf, der wahrscheinlich nicht so mega fordernd sein wird. Aber der wird dementsprechend auch nicht so mega lang dauern. Ich gehe mal davon aus, dass wir den in einer Runde abgeschlossen kriegen. Dadurch, dass der jetzt auch nicht in der hinteren Reihe steht, richten wir auch ein bisschen mehr Schaden aus als zu Beginn der letzten Kämpfe. Ja, wenn wir denn treffen, mein lieber Keim, ne? Das ist ja irgendwie gerade nicht so gut gelungen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist sie schon wieder wütend? Wir haben aber, glaube ich, noch nie gesehen, was das für eine Konsequenz haben kann, ne? Heißt das, dass die sich irgendwie auflädt für irgendwas? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so wirklich zu Gesicht bekommen möchte. Deswegen ist das ganz gut, dass wir uns dieser Eule recht schnell entledigt haben. Ja, sorry, dass ich jetzt hier nochmal zurückgelatscht bin, aber ich habe das mit dem Kaltwasserstein schon wieder voll verpennt. Ich will jetzt nochmal gerne diese magischen Gegner haben, einfach um zu gucken, ob wir jetzt mit diesen Ringen, die ich jetzt angepasst habe, da irgendwie ein bisschen bessere Chancen haben. Also ganz habe ich den Gegner immer noch nicht begriffen, aber immerhin geht es hier ein bisschen weiter. Ich weiß immer nicht, ob eine Cutscene kommt, auch weil die Ladezeiten hier manchmal so ein bisschen länger dauern. Minengelände. Ja, die letzte Cutscene, die wir gesehen haben, die war ja auch total speziell, ne? Wo der Tolten da sein Süppchen löffeln wollte und dann irgendwie Gongora reingestürmt kam und ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hat, weil die Suppe irgendwie total vergiftet oder verseucht war und so. Und ist hier gar nichts? Ich hab hier schon wieder voll die Hallos, ey.
Ja, und er kam dann so als Retter in letzter Sekunde, Gongora, ums Eck, hat ihm die Suppe irgendwie aus der Hand geschlagen und ja, dann Tolten demonstriert, was mit ihm passiert wäre, wenn er davon gegessen hätte. Und wir haben dann gesehen, wie eine Burgbedienstete dafür bezahlt hat, dass sie da irgendwie mitgespielt hat, und haben darauf basierend erkannt, dass das alles so ganz blöde, intrigant initiiert war. Also blöde wahrscheinlich nicht, das ist sogar verhältnismäßig klug gewesen, wie er das da gemacht hat, aber trotzdem einfach nur total ätzend, der Typ. Guck mal, da ist eine Truhe. Ich habe hier schon wieder voll Angst, irgendwas zu übersehen, aber ich glaube, das war gut, dass ich jetzt diesen Weg lang gelaufen bin. Oben ist, glaube ich, ja, Platzsamen. Juhu, die mag ich doch besonders gerne. Jetzt müsste Keim eigentlich wieder an der Reihe sein, ne? Ja, genau, beide haben jetzt vier Slots. Ich fange mal oben direkt an. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt schon so viel, dass wir ihm jetzt irgendwas Neues noch geben können? Ja, doch, ein bisschen was ist ja hier schon zusammengekommen. Machen wir mal Krisenangriff plus, obwohl er das momentan auch. Wartet mal, das hat er momentan auch durch sein Item. Dann nehmen wir lieber die Statusanalyse. Also wie gesagt, momentan ist das alles noch nicht so bedeutsam, ja, wofür ich mich da entscheide. Da sind wir noch zu sehr am Anfang, aber später, ja, später wird man eine Weile damit zu kämpfen haben. Das ist ein bisschen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein bisschen vergleichbar mit den Materia und mit den Substanzen aus Final Fantasy VII, wenn ich ehrlich bin. Weil das Spiel kannte ich ja bis vor kurzem auch noch nicht, ja, Asche über mein Haupt, aber da ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen. Und jetzt, wo ich gerade sage, dass man da ein bisschen länger im Menü rumwuselt und so, erkenne ich doch schon die ein oder andere Parallele. So, wartet mal, ich glaube aber hier unten, Leute, sind wir richtig. Ich muss noch mal einfach der Vollständigkeit halber oben entlang gucken, ob wir hier nicht irgendwas ausgelassen haben. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Secret, was man ja eigentlich nicht so mega einfach übersehen kann. Ich glaube, ich habe mich jetzt hier einfach nur schon wieder zu sehr ablenken lassen. Vielleicht kommt das aber auch später. Wie gesagt, ich habe da nur ganz, ganz oberflächliche Erinnerungen an das Spiel. Erkennt man hier vielleicht irgendwie schon irgendwas? Ich glaube, ich hätte so weit gar nicht zurücklaufen müssen. Ich wette, ich habe mich voll geirrt, was den Punkt angeht, wo ich hätte weiter gemusst. Also, wir machen das mal so, Leute. Ich schneide mal ab dem nächsten Kampf schneide ich dann die Kämpfe für euch raus. Aber diese Kombination, die hatten wir hier auch noch nicht. Warte mal, Erde. Ja, jetzt hätte ich hier wieder Luft gebraucht. Aber nee, Keim habe ich doch sein. Ja, Keim hat doch sein Luftding behalten. Genau. Also Keim greift den Menschenfresser an. Du greifst die verrückte Sabella an. Und du. Ah, ich würde mal sagen, bei vier Gegnern kann man das schon mal bringen, dass man mit Prisma irgendwie einmal um sich schießt, oder? Ich meine, solange wir keinen Wasserangriff haben, mit dem wir gezielt auf. Ey, wie die alle auf Seth losgehen, ey. Was hat die Frau euch denn getan, ey? Ist doch nicht normal hier. Kann er mir richtig leid tun, die arme Frau. Wird sie die ganze Zeit voll zerfleischt von diesen komischen Gegnern mit diesem noch viel komischeren Namen, ja. So, nehmen wir hier mal Menschenfresser und hier wieder eine Sabella und du setzt fort. Ah, ich glaube, irgendwie ist diese MP-Investition in diesen Zauber von Jensen doch nicht so gerechtfertigt. Ich frage mich gerade, ob wir nicht schneller hier unterwegs und fertig wären, wenn er sich direkt einen aussuchen würde. Aber gut, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Er ist mit seinen MP jetzt auch komplett leer. Fast zumindest. Das heißt, da müsste ich auch nochmal nachsteuern. Ja, ich glaube, dann kann ich jetzt darauf wieder runterklettern. Das habe ich hier schon wieder voll falsch offensichtlich in Erinnerung gehabt. So, warte mal, bevor ich jetzt irgendwas mache, bekommt er erstmal ein Mana-Kraut spendiert. Und wow, ey, es gibt nur so wenig zurück. Okay, ich werde trotzdem die Heilung in Zauberform jetzt erstmal bevorzugen. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt im Mana-Kraut umrechne, was wir jetzt hier noch an MP vergeben können, dann ja, fahre ich damit immer noch besser, wie als wenn ich jetzt hier meine ganzen Items einfach wegballere. So, also hier oben scheint es Tatsache nichts mehr zu geben. Das heißt, ich kletter dann mal wieder den Weg nach unten. Ich habe ja auch mal voll den Knick in der Optik. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Wartet mal, da hinten ging es nicht in diesen Schacht da rein, ne? Da habe ich, glaube ich, vorhin schon versucht, gegenzulaufen. Aber vergebens, ja. Nee, gut, dann klettern wir hier mal runter.
Also ich glaube, dass es hier irgendwo auch über so eine Leiter, an der man relativ einfach vorbeilaufen kann, irgendwo noch einen anderen Weg gibt. Aber ich glaube, da, wo ich vorhin meinte, dass wir irgendwie unten sind, ich glaube, das ist noch nicht ganz unten. Deswegen hatte ich so halb recht. Also so. Obwohl, es sieht aber ganz unten aus. Oder nach ganz unten aus. Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Ansonsten muss ich da nochmal zurückgehen. Gegebenenfalls auch ohne euch, weil ich habe so vor meinem geistigen Auge hier noch das Bild einer weiteren Truhe und die möchte ich mir nicht entgehen lassen, obwohl vielleicht kriegen wir jetzt nochmal die Chance, nach oben zu klettern. Ah, guck mal, da unten geht's Tatsache weiter. Meine Güte, bin ich verwirrt, ey. Manchmal ist das auch echt behindernd, wenn man sich so ein bisschen an ein Spiel erinnern kann. Also in Situationen wie diesen ist einem wahrscheinlich eher damit geholfen, wenn man das komplett blind zockt und sich auf das verlässt, was man so auf den ersten Blick sieht und weniger an seine Erinnerungen. Ja, also, dieser Kontext der Erinnerungen, der ist irgendwie so, ja, ein bisschen komisch, wenn man so an Kains Geschichte und sowas alles denkt. Na gut, dann sind wir mit unserem Abstieg also noch nicht fertig und ja, guck mal hier nämlich. Ich glaube, das ist nämlich diese Ecke, die ich meinte. Weil da kann man relativ einfach dran vorbeilaufen, ja. Weiß aber auch nicht mehr, was hier drin war. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, in irgendeinem Spieldurchlauf diese Truhe mal verpasst habe. Und jetzt weiß ich auch, warum die mir so in Erinnerung geblieben ist. Ja, okay, alles klar. Da schließt sich dann der Kreis. Damit haben wir jetzt auch offiziell den Wasserzauber, der uns dann wahrscheinlich auch die ganzen Kämpfe hier ein bisschen erleichtern wird. Und dann brauche ich die auch nicht rauszuschneiden, weil dann können wir uns, wenn wir das nächste Mal diese Sabella-Viecher hier antreffen, mal angucken, wie so ein Wasserzauber hier aussieht in diesem Spiel und was der so kann und wie viel Schaden der austeilt und überhaupt so, ne? Gut, hier gibt es offensichtlich nichts mehr. Ne, jetzt bin ich beruhigt. Also jetzt, wo ich die Truhe habe, ich hätte echt schwören können, dass die weiter oben ist, aber ja, lieber so als gar nicht. Nö, dann dauert das halt ein bisschen länger. Und jetzt sind wir aber ganz unten. Jetzt haben wir hier auch diese komische Absperrung. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Also das sah, als wir da auf diesem Berggipfel standen, sah der große Stab noch so weit weg aus. Also finde ich zumindest, dass der weit weg aussah. Und ich weiß nicht mehr, was für Stationen wir jetzt hier noch durchlaufen werden, bis wir diesen großen Stab tatsächlich erreicht haben. Ich sag mal, kann man hier wirklich gar nichts aufsammeln? Muss mal kurz einen Schluck trinken. Ah, da ist er ja wieder. So, dann können wir gleich mal gucken. Ah, guck mal, der hat sich diesmal drei von diesen Kieselsteinen mitgebracht. Ja, ich denke mal, mehr als probieren können wir nicht. Ich werde, glaube ich, trotzdem zuerst den dicken da wegmachen. Ah, guck mal, die sind wieder Erde. Das heißt, diese Kieselsteinchen, die sind immer irgendwie Erdelementargegner. Und ja, dann können wir die mal mit Luft weghauen. Ja, gut, dass wir jetzt gerade den Wasserzauber finden. Ich jetzt voll heiß drauf bin, den mal auszuprobieren. Und ja, wir dazu gar nicht kommen, ne? Aber immerhin hier ein Perfekter. Boah, ey, nur 15. Alter Schwede, ey. Das wird schon wieder so eine Jensen-One-Man-Show, ja. Ich glaube, in der Rolle sieht er sich auch irgendwie selber am liebsten. Ja, keine Ahnung, wie man die Gegner irgendwie einfacher macht. Kann ich denen irgendwie ihre magische Verteidigung vielleicht irgendwie wegmachen oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist das jetzt hier. Mir fällt halt kein anderer Weg ein. Bin gerade trotzdem ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, wegen dem geringen Schaden, den Keim hier mit dem Ring austeilt. Also 15. Ja, ist ja gar nichts. Und guck mal, selbst Jensen mit seinem Luftzauber haut nur voll wenig an Schaden raus. Das ist irgendwie, ja, irgendwie ganz komisch. Irgendwie mag ich den Gegner nicht. Also es gibt vielleicht eine einfachere Methode, aber die ist mir nicht bekannt. Ich habe beim letzten Kampf auch gar nicht darauf geachtet, wie viel Erfahrung wir von denen kriegen. Wenn das natürlich ausgleicht, dann nehme ich alles wieder zurück. Also dann mache ich diese Kämpfe auch gerne. Aber momentan ist mein größter Wunsch wirklich, dass wir hier möglichst schnell, möglichst viel Level-Ups generieren, weil ich echt, ja, Bammel habe vor dem, was hier noch so kommt. Und wir werden hier noch den ein oder anderen Frustmoment gemeinsam durchleben, Leute. So viel kann ich euch schon mal versprechen. So, gucken wir mal, was wir bei Seth machen können. Weiße Magie, genau, jetzt kann sie nämlich hier auch schwarze und weiße Magie.
lernen. Ach, wartet mal. Ich könnte mal zeigen, wie Stehlen funktioniert, ne? Das wollte ich ja auch irgendwann mal bringen. Und jetzt, wo Jensen auch imstande ist, einen Wasserzauber zu bringen, könnten wir das eigentlich mal probieren. Ach so, ich muss das Steuern drücken, ziehen, loslassen. Okay, ziehen kann ich nicht. Das heißt, wir drücken einfach mal. Oh, was wird das jetzt wohl tun? Och, es plumpst da rein, voll physikalisch nicht korrekt. Hätte ein bisschen nach vorne kippen müssen. Aber hey, wichtig ist, dass wir da irgendwie rüberspringen können. Und der Rest, der wird sich dann zeigen. Aber hier gibt es wirklich nichts abzusuchen, ne? Oder ich bin da irgendwie voll dran vorbeigelaufen. Ich glaube, das sollten aber diese ganzen Minenloren-Dinger sein, so als Schatzpendant quasi. Wobei, einen Schatz haben wir ja gefunden, da in den Y-Bergen. Oh, guck mal, neues Gebiet. Bestimmt kommen wir jetzt im... Nee. Okay, Konstruktionsbasis, großer Stab. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Klingt schon so, als ob man dann direkt schon beim großen Stab auch wäre, ne? Wir gucken uns das mal an. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass meine Erinnerungen mich hier total täuschen und wir jetzt doch ganz woanders rauskommen. Aber wir können ja mal gucken. Ist das das? Ja, das ist das, glaube ich. Hey, ich mag den neuen Boss. Wer seid ihr? Hat dir keiner was gesagt? Wir sind Ermittler des Rats. Ich bin Seth. Das ist Keim. Den anderen kannst du einfach ignorieren. Hey! Oh, unser Funkverkehr ist gestört. Der magische Motor hat wieder Fehlfunktionen. Überall tritt ständig magische Energie aus. Ich wusste, dass sie außer Kontrolle ist. War sie das mit dem Meteor? Meteor? Wovon redest du? Wir haben alles versucht. Wir haben das Gelände geräumt, aber wir haben vorher noch ein Kontrollventil eingebaut, um den Fluss zu stoppen. Vor 3 Tagen war der Austritt noch enorm. Und genau da ist es passiert. Okay, haben wir damit etwa schon eine vorzeitige Antwort auf unsere Frage erhalten, ob der große Stab etwas damit zu tun hat? Ja, nein, so zu 100%ig klar ist das nicht. Es sind immer noch alles Spekulationen. Ungeduldiger Techniker Rowan, wie war es beim großen Stab? Oh, Entschuldigung, ich will nur unbedingt wissen, was dort vor sich geht. Wir konnten die Untiefen im Meer vom Bau schon zuvor überqueren, aber wir haben keine Chance mehr, seit diese Seemonster aufgetaucht sind. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte finde heraus, was beim großen Stab vor sich geht. Ja, irgendwie sind wir momentan echt voll der Heiland für alle. Weil alle irgendwie auf unseren Bericht warten. Aber hey, lieber eine Mission, die mal ein bisschen wichtiger ist, ne? Als solche, die einfach nur Botengänge oder sowas beinhaltet. Ängstlich aussehender Techniker Ort. Das ist eine Vorlaufersatzanlage, die in der ersten Stufe des Projekts Großer Stab gebaut wurde. Okay. Schreckliche Seemonster griffen uns an und zwangen uns zur Evakuierung, aber jetzt sitzen wir hier fest. Ah, ist glaube ich nicht so gut, ne? Kann ich euch irgendwie helfen? Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich euch helfen will. Ihr steckt bestimmt alle mit Gongora, diesem Schlingel, unter einer Decke. Verwirrter Techniker Carlaus. Seitdem die magische Energie ausgetreten ist, sind die Wesen im Meer von Baus aggressiv und angriffslustig geworden. Ja, ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass wir im Meer von Baus jetzt landen. Diese Basis hier, die habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wenn es diesen Ort nicht gäbe, hätten wir wahrscheinlich nie vor dem Monster im Meer vom Baus fliehen können. Ja. Glück im Unglück, ne? Aber das werden wir uns irgendwann nochmal angucken. So, wartet mal. Hier kann ich speichern, aber wir können uns hier, glaube ich, auch noch im Inneren so ein bisschen umschauen. Gucken wir mal rein. Da oben konnte man die Rampe, glaube ich, auch noch nach oben. Pausenraum der Ingenieure. Ausruhen. Nee, erstmal nicht. Netter Techniker Kolmis. Du willst also den großen Stab untersuchen? Leicht gesagt, aber bist du sicher, dass du überhaupt in seine Nähe kommst?
Ja, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Zweifelst du etwa daran? Ha? Ha? Dann äußere deine Zweifel. Warum ist denn das rechte Bett da voll mit irgendwelchen komischen Säcken oder ist das gar kein Bett? Harte Haut. Okay, warte mal, ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Harte Haut hatten wir bis dato, glaube ich, noch nicht. Guck mal, Stechring ist neu. Panzerbrecher Stufe 1. Hütgepanzerten Feinden erheblichen Schaden zu. Vielleicht war dieser magische, nee, das war, glaube ich, mal, der stand, glaube ich, der, okay. Erst nachdenken, dann reden, Negoja. Dieser magische Gegner, der war, glaube ich, auch als magisch gekennzeichnet, ne? Ey, guck mal, wie ich hier einfach so in so einer komischen Tonne, ja, in, nein, oh, so ein, ja, so ein Zauber drin liegt. Ja, also wenn wir rasten, ihr seht das jetzt hier, da können wir uns im Grunde genommen die Erinnerung von Keim aus dem Jahrtausend der Träume jederzeit angucken, wenn wir denn wollten. Ne, die bekommt ihr ja nach und nach in separaten Videos zu Gesicht. Mich interessiert jetzt erstmal nur die vollständige Genesung unserer Gesundheit und unserer Magiepunkte. Meine Güte, ey, ist das hier ein Chaos. Ey, aber aufgeräumt haben die hier auch nicht, oder? Guckt euch mal die ganzen umgeworfenen Hocker hier an, ey. Ist ja auch nicht so die freundlichste Art und Weise, uns zu begrüßen. Fauler Techniker Roshion, sieh sich nur einer all diese Kisten an. Jemand lässt sie herumliegen und ich kann nicht meine übliche Abkürzung nehmen. Okay, vielleicht solltest du... Jemand muss sie von der anderen Seite schieben. Wie blöd. Oh, tut mir leid, ich führe nur Selbstgespräche. Ja, vielleicht solltest du die Zeit sinnvoll nutzen und hier mal ein bisschen aufräumen. Aber zeig mal. Ja, ich glaube, das war irgendwie ein bisschen tricky. Also von der Seite kommen wir da definitiv nicht durch. Aber ich glaube, es lohnt sich da mal ein bisschen genauer hinzuschauen und das ein bisschen... ja, ein bisschen nach vorne zu bringen. Wir gehen einfach mal hier nach oben. Habe ich mit dir schon geredet? Ort? Ja, oder? Ja, mit dem haben wir schon geredet. Ich habe mir den Namen irgendwie noch nicht gemerkt. So, dann schauen wir mal, was wir auf der Seite finden. Hier gibt es nämlich mindestens eine sehr interessante Sache zu sehen. Aufmerksame Hingucker werden vielleicht schon wissen, worauf ich anspiele. Pause machender Techniker Thomann. Puh, ich habe den ganzen Tag im Labor mit Zahlen jongliert. Das ist anstrengender, als es klingt, ehrlich. Okay. Ich habe gehört, du hast nach dem Zwischenfall mit der magischen Energie gefragt. Ah, das ist streng geheim. Frag mich nicht. Mhm, alles klar. Warte mal, hat er gerade was anderes gesagt? Nee, der wechselt sich immer ab mit der einen und mit der anderen Aussage. Ja, hier Zahlen jonglieren und hast du nicht gesehen. Habt ihr dieses kleine Häschen da im Töpfchen gesehen? Hm, da gehe ich gleich mal hin. Gesprächige Wache Rios. Das ist alles in allem sehr seltsam. Ich dachte, sie wären vorsichtig im Umgang mit magischer Energie. Ja, man kann nie vorsichtig genug sein, ne? Ein Entweichen magischer Energie soll etwas Schreckliches ausgelöst haben. Ich wüsste gerne mehr darüber. Ja, also deine ganzen Kumpels hier sind auch nicht sehr auf Austausch getrimmt. Also der da ist nicht sehr rätselig, aber gucken wir mal hier. Untersuchen. Da sitzt ein Peapod im Topf. Keine Ahnung, ob man den Pipo ausspricht. Ich habe von Anfang an immer Peapod zu dem gesagt. Ja, wir können diesem Peapod nämlich unsere Samen geben. Das ist nämlich unser, in Anführungsstrichen, Samenhändler, wenn man so möchte. Und je nachdem, wie viele wir gesammelt haben, belohnt er uns. 18 Stück haben wir jetzt abgegeben, weil gefunden. Und er gibt uns offensichtlich nichts dafür, oder? Geben? Okay. Okay, ich hätte ehrlich gesagt schon vermutet, dass wir jetzt für diese 18 irgendwas bekommen würden, aber offensichtlich ist das zu wenig. Der zählt, weiß ich nicht, in 20er Schritten oder so. So, gucken wir mal, was hier passiert. Es schaut hierher. Hm, wollen wir es mal probieren? Ich weiß nicht, was wir da zurückkriegen. Heilungsmedizin? Nein, ich will ihm aber nicht noch mehr geben. Och. Schnubbelchen. Ach so, gibt er das zurück. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie viele man davon... Also momentan ist mir das ja einfach irgendwie noch zu heikel. Also wenn wir das nächste Mal vielleicht in der Nähe irgendeines Händlers sind, dann werde ich dem mal so ein paar hinterher schmeißen und gucken, ob sich das irgendwie rentiert. Aber momentan ist mir das irgendwie noch ein bisschen zu riskant. Wenn nicht, dass wir dann am Ende voll den Schrott zurückbekommen. Ja, und der... ja, und wir dann voll aufgeschmissen sind, was unsere Heilmöglichkeiten anbelangt. Gerade wenn es ums Mana-Kraut geht. Guck mal, da in der Mitte, da ist so ein Plakat, was so ein bisschen rumflattert.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das hier war ein bisschen tricky. Das ist auch so ein bisschen Zelda Ocarina of Time Style, was wir jetzt hier gleich durchleben werden. Ich guck mal erstmal hier. Yay, 100 Gold erlangt. Weil, guck mal, diese Leute hier, die beiden, ne, die bewachen diesen Eingang da in der Mitte. Und wir müssen die jetzt irgendwie überlisten, damit wir da durchkommen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach gewesen. Techniker auf Wache Urus. Tut mir leid, hier darf niemand durch. Nur befugtes Personal. Okay. Er hat jetzt eine klare Ansage gemacht. Und guck mal, er bewegt sich jetzt ein bisschen und wird hier auch irgendwann seine Runden drehen, glaube ich. Spähender Techniker Ort. Hier gibt es nichts zu sehen. Fort mit euch. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt auch bewegt. Aber guck mal. Ah, der latscht wieder zurück. Ich weiß leider nicht mehr so genau, wie das war. Ich weiß nur, dass das gar nicht mal so einfach war. Geht ja auch... Ah, die gehen alle auch gar nicht um die Ecke, wa? Och, ich würde mal sagen, ich renne hier rein. Oh, und ich glaube, wir sind erwischt worden. Was macht ihr hier? Fort mit euch! Fort! Ja, das ist mal irgendwie gar nicht gelungen. So, wartet mal. Ich muss, glaube ich, beide so hintereinander weg irgendwie voll quatschen, damit die ungefähr zeitgleich anfangen, loszulatschen. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Ah, guck mal, von der Seite komme ich auch gar nicht hin, oder? Ne, da komme ich gar nicht hin. Ich muss, glaube ich, von der anderen Seite hin. Obwohl, ich kann mir die Kisten, die kann ich mir schon ein bisschen zurechtschieben. Ich glaube, das merkt er sich. Oh, das habe ich gerade nicht vorgelesen. Guck mal, die Kiste, die bleibt jetzt immerhin so, wie ich sie gerade geschoben habe. Das heißt, ich probiere das jetzt nochmal über den unteren Weg. Vielleicht klappt das ja. Also vielleicht gibt es auch irgendwie elegantere Lösungen dafür, aber ich habe das irgendwie immer so ein bisschen tölpelhaft gelöst. Warum läuft er nicht? Ach, weil ich in seiner Sichtweite war. Okay, ich glaube, damit habe ich mir das jetzt voll vergeigt. Ja, weil jetzt wird die obere Wache wieder rechtzeitig... Oh, ist das ein... Ja, okay, jetzt sieht er mich da oben. Wartet mal, dann mache ich das mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einen Vorteil bringt, aber ich quatsche die mal in unterschiedlicher Reihenfolge an und laufe jetzt hier einfach mal so entlang. Ja, es gibt bestimmt... Es ist bestimmt so pipi, aber ich, weiß halt nicht mehr genau, wie hier der Hase läuft. Aber guck mal, jetzt müsste das doch... Ja, genau, jetzt verkrümelt der sich da hinten. Es könnte jetzt sein, dass ich trotzdem erwischt werde, weil ich diese blöde Kiste jetzt hier noch wegschieben muss. Außerdem will ich noch das Plakat. Ich will noch das Plakat. Ich will noch das Plakat. Nicht... Okay, ich dachte gerade, der will die Leiter da runterklettern. Aber nein, das Plakat haben wir noch bekommen. Für ein Mana-Kraut. Und... Ja, wow, ich glaube, das war voll knapp. Das war, glaube ich, richtig knapp. Aber guckt mal, Lagerhaus für Baumaterial. Klingt erstmal nicht so mega spannend. Aber ihr werdet gleich sehen, warum das doch ganz gut war, dass wir diese Tortur jetzt auf uns genommen haben. Zum einen, um dieses schmucke Item jetzt hier mitzunehmen. Was wir direkt ja auch jemandem mitgeben können. Ermöglicht die Flucht vor einem Kampf. Guck mal, das konnten wir vorher noch gar nicht. Gut, dass wir das dann mit diesem Item auch lernen. Ich hoffe, dass wir das so schnell nicht nutzen werden, aber sicher ist sicher. Bedrückter Techniker Menas. Oh Mist, da habt ihr mich auf frischer Tat ertappt. Ihr wollt auch Vorräte holen, oder? Ich verrate euch nicht, wenn ihr mich nicht verratet. Wir sind hier in voll der verruchten Ecke, oder was? Offizielle Amtswege und Wagenladungen vom Papierkram bringen dich nicht weiter. So umgeht man die Bürokratie. Okay. Alles klar, vielen Dank für diesen unglaublich wertvollen Hinweis, ohne den wir das Spiel wahrscheinlich niemals hinbekommen hätten. Sich ausruhen der Techniker Holos. Ihr meint, diese Ausrüstung wird illegal verkauft? Tja, das könnte man sagen, aber ihr wisst den Komfort zu schätzen, sie hier kaufen zu können, oder? Illegale Ausrüstung, ich bin dabei. So, was anderes sagt er nicht. Gucken wir... Nein, ich wollte nur in den Pott hier reingucken und reingrapschen und gucken, was wir da wieder mitgehen lassen können. Einen Samen. Oh, wie verwunderlich. Das wäre dann unser 19., ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, und du so, geschäftsorientierter Techniker Tatoms. Ihr braucht Waffen und Rüstungen, um zum großen Stab durchzukommen. Für uns sind sie nutzlos, also können wir sie euch günstig verkaufen. Ah, mal gucken, ob unser Selbstverständnis von günstig das gleiche ist. Wow, guck mal, wie viele Reiter wir hier schon alleine haben. Und das ist echt cool. Hier sehen wir nämlich zum ersten Mal oben rechts
wie das hier abgebildet wird, wenn wir neue Waffen im Laden finden. Ne? Also ich finde das persönlich total klasse gemacht. Werde jetzt hier natürlich auch die neuen Waffen direkt einkaufen. Einmal für Seth und für Keim einen besseren Degen und ein neues Stäbchen für den guten Jensen. So, wow. Okay, ich glaube, ich will das alles haben. Warte mal, was gibt es denn hier noch? Ja, guck mal, hier haben wir jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit, Komponenten zu kaufen. Magie könnten wir einkaufen. Wir haben aber das, was hier im Angebot ist, alles schon gefunden vorher, weil wir so unglaublich gut sind, ja. So, aber hier werde ich definitiv erstmal jedes Accessoire einmal kaufen. Erneuert TP, wenn Verteidigen eingesetzt wird. Einfach der Vollständigkeit halber, bitte nicht nach Sinn und Unsinn fragen. Wartet mal, das hier habe ich doch, oder? Das haben wir doch vor kurzem gefunden. Ist ja blöd, dass das hier nicht als Bestand mit angezeigt wird. Und das hier. Diese ganzen Immunitätsdinger, die finde ich persönlich so mega wichtig. Und deswegen wird das ja auch eingekauft, komme was wolle. Ja, mein restliches Geld werde ich hier mit Sicherheit auch raushauen. Ich mache das mal so, dass wir hiervon ein bisschen was kaufen. Ich kaufe das mal jeweils hier auf 15 voll. Gegengift ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Hier sollten wir vielleicht nicht knauserig sein. Die ganzen Bomben, die brauche ich alle nicht. Ich glaube, ich kaufe nochmal 5 weitere Male Entlähmungskraut. Und ja, das muss dann erstmal reichen. Zumindest aus dieser Ecke hier. Ey, guck mal, so viele schöne, tolle Sachen. Ich würde ja gerne alles auf 5 einmal kaufen, aber ich glaube, das Geld wird dafür nicht reichen. Machen wir mal hier auf 5. Kaltwasserstein. Ja, wir machen mal erstmal alles auf 3. Und gucken dann, wie viel Geld noch übrig ist. Ich kann ja auch verkaufen, ne? Ach, weißt du, ich mache einfach hier alles auf 5 und dann ist gut, so wie der ursprüngliche Plan war. Und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Ich kann ja hier mal nachgucken. Wäre aber natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich jetzt die Bomben und sowas alles verkaufe, ne? Weil ich die ja irgendwann mal recht teuer eingekauft habe. Aber wartet mal, die alten Waffen, die kann ich dann gleich verkaufen. Was? Ihr denkt, ich schlage ihr Profit aus Regierungseigentum? Also bitte, ich versuche nur die vorhandenen Mittel gut zu verwenden. Ja, okay, alles klar. Ich will auch gar nicht in dein Geschäft reinlabern. Ich meine, wir haben jetzt hier total davon profitiert, dass du dieses Geschäft hier betreibst. Da werde ich auch gar nicht rummosern. Alles schön. So, ich will nur gucken, was jetzt die Waffen abwerfen, damit ich dann vielleicht noch ein paar mehr Komponenten einkaufen kann. Okay, warum kann ich denn keine Waffen verkaufen? Finde ich ja blöd. Warum geht denn das nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe doch... Hä, aber der hat mir jetzt weder die neuen noch die alten Waffen angeboten. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht, warum hier keine Waffe zum Verkauf steht. Wahrscheinlich wieder irgendwas. Guck mal, oben rechts. Schwarzmarkt, Handel und Co. Auch eine interessante Umschreibung. Nee, dann werde ich das erstmal lassen. Ne? Und werde mir weiteres Geld ganz regulär über Kämpfe dann verdienen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ein bisschen was einkaufen konnte. Wir können jetzt hier mal bei der Ringfertigung gucken, weil da war ja mindestens ein neues Item. Oh, guck mal, nicht nur eins. Unmutring. Erhöht die Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer leicht. Den können wir uns auch direkt machen. Absorbiert eine kleine Menge feindlicher MP. Und Giftring verursacht manchmal Gift. Ich würde mal sagen, die machen wir alle, oder? Also ich weiß, dass ein paar Folgen zuvor, Magiesiegelvase, dass ein paar Folgen zuvor mich ein Kommentar schon erreicht hat, so nach dem Motto, mach doch jetzt nicht die ganzen Ringe, die sind jetzt alle noch voll schlecht und so und warte lieber, bis du irgendwie was Besseres bekommst oder bis bessere Ringe zur Auswahl stehen oder irgendwie so. Aber ich will einfach irgendwie jeden Ring einmal haben. Ich kann dagegen nichts machen. Das ist wie so ein innerer Zwang, so ein Haben-Will-Zwang, ja. Ich muss das einfach so handhaben, sonst bin ich damit nicht glücklich. Ich habe das bisher immer so gespielt und möchte das auch so fortsetzen. Und guck mal, hier in diesem Raum sind wir ja schon mal gewesen. Hier hat der Typ sich darüber beschwert, dass ihm die Kisten irgendwie im Weg stehen. Und die können wir ja jetzt freundlich, wie wir sind. Ja, Keim, du musst die Kiste auch schon mal loslassen, ne? Da oben sieht irgendwie was aus, als ob das leuchten würde, aber ich glaube, das ist nichts zum Sammeln oder so. Ich halluziniere hier schon wieder voll. Ich sehe hier überall schon wieder irgendwelche Sachen oder irgendwelche Gegenstände, wo ich Gefahr laufe, die auszulassen. Aber nee, gut, dann haben wir jetzt unser Ründchen hier gedreht, würde ich mal sagen.
Haben wir irgendwas ausgelassen? Die beiden Plakate haben wir oben mitgenommen. Wir haben noch einen neuen Samen, aber dafür werde ich jetzt nicht zum Peapod zurück. Ich glaube, der wird uns erst belohnen, wenn wir mit 20 ums Eck kommen. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, dann können wir hier speichern. Und im nächsten Part werden wir uns dann zum Meer von Baus hinbegeben, werden dort, glaube ich, auch wieder die ein oder andere Cutscene zu Gesicht bekommen und haben jetzt erstmal die Y-Berge hinter uns gelassen, haben uns diese Konstruktionsbasis angeguckt und werden hoffentlich im nächsten Part frisch gestärkt unsere Reise fortsetzen können. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Ciao.